So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game, dem Finale dieses Passes. Ich weiß, ich habe ihn nicht fertig. Wir machen jetzt heute das eine Level, dass wir auf 46 kommen und den Rest kaufe ich. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Bei mir ist zeitlich zurzeit absolutes Chaos. Absolut. So, wir gucken mal, was wir kriegen. Wir kriegen als erstes mal einen Akku mit Parallelschaltung. Durchsuche deine Gegner bis zu zwei Akku. Lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Ein Grabox, das sich schon auflöst. Ein Höhlensystem 0, das sich schon auflöst. Ein Dianzi mit Streureflexion. Ja, doch, richtig. Diese Attacke fügt für jede an alle Pokémon deines Gegners angelegte Spezialenergie 40 Schadenspunkte zu. Und Juwelenkraft. Wäre cool, wenn derzeit viel Spezialenergie gespielt werden würde. Dann haben wir ein Rihornio mit breiter Wald. Solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, verhindere jedes Mal, wenn dein Gegner eine Unterstützungskarte aus seiner Hand spielt, alle Effekte jener Karte, die allen diesem deinen Pokémon zugefügt werden, und Schlagbohrer lege eine Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Und nochmal das Rihornio. Dann haben wir ein Knattox mit Ramme. Ein Schneidrotom mit mehrender Sprint. Bevor du Schaden zufügst, lege alle Pokémon-Ausrüstungen und Spezialenergien vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Dann ein Lapras mit Aquaknarre und Surfer. Ein Watzapf mit Wattladung. Gesucht an den Knapp bis zu zwei Basis-Blattenergiekarten und zwei Basis-Elektroenergiekarten. Lege sie an dein Pokémon an, mische anschließend dein Deck. Ein Tortunator mit Feuerring. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt, glaube ich. Ja, während des nächsten Zuges eines Gegners kann sich jenes Pokémon nicht zurückziehen. Und Inferno Ansturm, dieses Pokémon fügt auch sich selbst 60 Schadenspunkte zu. Und es ist Full Art ist toll. Und es entspannt sich hier einfach in der Höhle am Wasser, ist das Gefühl. So, ein Eisenfels mit angepasstes Horn. Wenn du nicht genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke keinen Schaden zu. So. Dann ein Lilminip mit Anbinden. Während des nächsten Zuges deines Gegners kann ich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. Und ich muss gerade mal gucken, habe ich noch Zoom auf dem PC? Habe ich. Okay. Weil das brauche ich morgen tatsächlich nicht, dass es dann Probleme gibt. Charmian mit Haken. Lapras mit Aquaknarre und Surfer. Meditales mit Doppelstoß. Wirft zwei Münzen pro Kopf 40 Schadenspunkte. Noctu mit Juwelenjäger. Einmal während deines Zuges, wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du, wenn du mindestens ein Terra-Kristall-Pokémon im Spiel hast, dein Deckner bis zu zwei Trainerkarten durchsuchen, sie deinem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck. Und zum Schluss ein Olangar, doch. Mit Köderklatsche wechselt das aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank aus. Dein Gegner wählt das neue aktive Pokémon. Wenn du das machst, fügt die Attacke dem neuen Pokémon 160 Schadenspunkte zu. Und Keile, lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. So, dann haben wir einen Kupanti, das löst sich allerdings schon auf. Ein Traumato mit unheimlicher Blick, dein Gegner zeigt dir seine Handkarten. Eine Powersanduhr, die sich schon auflöst. Ein Hundemon mit Biss- und Standpauke, bei letzterem, wer des nächsten Zuges deines Gegners, fügen die vom verteidigenden Pokémon eingesetzten Attacken 100 Schadenspunkte weniger zu. Dann Nachtfrage, nimm ein Pokémon oder eine Basisenergiekarte aus dem Ablagestapel auf die Hand. Und ein Knattox-Ex mit Turbozündung. Wenn dieses Pokémon während dieses Zuges von deiner Bank in die aktive Position gewechselt ist, fügt dieser Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu, 140 gesamt. Und zerlegendes Tempo, lege dieses Pokémon in alle angelegten Karten auf den Ablagestapel, ist irgendwie nicht so geil. So, wie gesagt, wir werden heute noch mehr aufmachen. Allerdings müssen wir uns das erst verdienen und dafür habe ich ein neues Schlick-Tastisch-Deck vorbereitet. Als Finale für heute. Vielleicht setze ich danach erstmal ein paar Parts aus und da kommt dann Pocket oder so. Muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, wie meine Zeit das zulässt. Zeit ist aktuell etwas, von dem ich nicht ganz so viel habe. Tatsächlich. Ist doof, aber was will man machen?
dich da dran. Den Rest heben wir uns erstmal auf. Dann können wir nämlich nächste Runde schön erstmal das Deck leeren von ihm. Leute, ich bin zurzeit unheimlich im Stress. Es ist furchtbar. Liegt einfach bei mir so ein bisschen daran, ich mache ja derzeit meine Abschlussarbeit tatsächlich, endlich, nach all der Zeit. Und ich habe noch ein paar andere Kurse, die ich mache. Und ich habe noch ein bisschen was anderes, was ich zu tun habe einfach. Und die anderen YouTube-Kanäle und blablabla. Ja, ich habe einfach viel zu tun. Er hat jetzt seinen Dings verschwendet, ist okay. Nehme ich ihm nicht übel. Im Gegenteil, finde ich eigentlich ganz cool, dass er das verschwendet hat. Wir haben jetzt nämlich das Carpador hier im Deck. Wollte ich mal gesagt haben. Ich könnte ihm eine Kopfnuss verpassen. Ich will ihm aber keine Kopfnuss verpassen. Wahrscheinlich wünschte ich mir gleich, ich hätte ihm eine Kopfnuss verpasst. Nee, das ist schön. Das sind 6 Karten, die von ihm verloren gehen. Das ist super. Das ist toll. Aber es freut mich, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Das ist wirklich toll. Also nochmal danke an alle, die hier zuschauen. Ich bin unfassbar dankbar, dass ihr mich unterstützt. Könnt ihr euch wirklich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. So, und jetzt holen wir uns mal Carpador. Einfach bloß, weil ich das Carpador sehen will. Also beziehungsweise das Garados. Das braucht nämlich ein bisschen weniger Energie als das andere. Und kann dabei auch gut sein, wenn man Glück beim Münzwurf hat. Wie das halt in diesem Deck so Standard ist. Wenn man viel Glück beim Münzwurf hat, ist man gut. Wenn man kein Glück beim Münzwurf hat, hat man ein Problem. Alternativen gibt es hier in dem Deck nicht. Aber da wir das Deck vom Gegner schon ordentlich geleert haben, ist das ein guter Anfang. Und er hilft ja auch mit. Ist ja nicht so, als würde er gegen uns arbeiten. Er versucht das ja immerhin. Er versucht uns zu helfen. Es ist vielleicht nicht immer das, was er schafft, aber er gibt sich Mühe. Ja, guck mal, da zieht er auch wieder Karten nach. Nur, damit wir sein Deck schneller leer machen. Und da soll noch mal einer sagen, Gegner und wir könnten nicht zusammenarbeiten. Und übrigens, wenn ihr jemand anderen unterstützen wollt, Putz macht heute Abend einen Stream. Das ist, weiß ich, für die meisten von euch wahrscheinlich nicht so interessant, leider. Weil Hutz macht einen Stream, der wahrscheinlich lange geht, also ähnlich wie meine Challenge-Streams.
Aber im Gegensatz zu meinen Challenge-Streams ist es wohl so bei Hutz jetzt, dass er nur Spiele spielt mit Leuten zusammen. Also wirklich einfach ein Stream, um mit Leuten zusammenzuspielen. Also nur irgendwelche Multiplayer-Games. Ohne eine wirkliche Herausforderung wohl. Vielleicht hat er noch eine Herausforderung, weiß ich nicht. Und was noch erschwerend hinzukommt, es gibt ein Cap, also ein Maximum, das er sich gesetzt hat. Während unser längster Stream 36 Stunden ging, was ich auch demnächst mal wieder machen will, wenn ich nicht gerade von allen Ecken und Enden überall Termine reingeballert kriege. Aber ja. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es für euch interessant ist. Wenn es für euch irgendwie interessant ist, schaut gerne mal bei Hutz rein. Der würde sich freuen. Oh, wir haben ja wirklich da ein paar Pokémon drin. Habe ich nicht gedacht, dass so viele Pokémon in unseren Preiskarten hängen. So, aber wir brauchen mal einen Gyarados. In der Hoffnung, dass wir jetzt ganz viel Kopf werfen. 9-mal und wir haben das Spiel gewonnen. Bei Gyarados hat den Effekt, man wirft so lange eine Münze, bis Zahl kommt. Und pro Kopf, die gefallen sind. Also theoretisch, potenziell eine ganze Menge. Darf man 2 Karten weglegen. Ja, sind in unserem Fall jetzt 2 Karten. Aber besser als keine Karte. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe Thumbnails wieder nachgereicht. Ich kann nicht versprechen, dass dieses Video ein Thumbnail hat. Zeitgründe bei mir aktuell. Wie gesagt. Irgendwie, ich krieg von allen Ecken und Enden Termine rein. Heute hat auch tatsächlich mein Betreuer für meine Bachelor-Thesis hat angefragt, ob ich nicht heute spontan noch ein Gespräch machen könnte mit dem Prüfer. Das ist ein Unterschied zwischen Betreuer und Prüfer und ich möchte euch mit den Details gar nicht aufhalten. Und das wäre halt genau zu der Zeit, wenn ich arbeite. Und da musste ich leider sagen, nee, sorry, gar nicht mich. Müssen wir morgen machen. So, und jetzt hoffen wir drauf, dass Gyarados auch wirklich Chaos anrichtet. Nee. Gyarados tut nichts. Gyarados guckt nur blöd zu. Gyarados, du bist eine Schande für die Gyarados-Heit. Aber immerhin kriegt der Gegner keine Preiskarte dafür, wenn er es killt. Ich hätte jetzt übrigens gerne ein Team Star-Rüpe, dass ich seine Feuerenergie bei ihm oben aufs Deck lege, dass er uns nicht mehr angreifen kann. Und sie dann wegmache. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich diese Energie in diesem Deck habe. Poladin finde ich gut. Darf unser Gegner natürlich gerne auch mitbenutzen. Wenn er das möchte. Ich möchte ihn nicht daran hindern, Karten aus seinem Deck zu holen. Ja. Na, immerhin nochmal 3. Aber es wird knapp. Aber für uns beide. Weil er darf sein Deck nicht mehr nach irgendwas durchsuchen.
Wenn er sein Deck nach irgendwas durchsucht, oh Gott, kann das ganz schnell schief gehen. Enigmara, ich tippe drauf, dass er seine Karten wieder ins Deck mischt. Das wäre nämlich clever. Wahrscheinlich wollte er die einfach retten, bevor ich sie jetzt weglege. Weil ich benutze jetzt Gyarados und theoretisch hat Gyarados das Potenzial, alles zu vernichten. Aber es ist halt immer so das Problem mit Potenzialen. Das heißt nicht, dass es auch erfüllt wird. Oh, ich habe keinen Kapadon mehr. Ich kann mir eins einfach mal holen, wenn ich will. Weil ich weiß zufällig, dass ich da noch welche drin hatte. Und dann versuchen wir es nochmal. Chaos anrichten. Komm. Diese Gyarados waren eine gute Idee, aber sie sind eine Schande für alles, was ich verkörper. Hätte doch jetzt ruhig mal 5-mal Kopf werfen. Dass er schön alles weglegt. Gut, wir nehmen jetzt Schlickdri. Und das letzte, das setzen wir dann alles auf Gyarados. Und wer enttäuscht uns dann? Enigmara werde ich jetzt nicht nochmal benutzen. Das macht keinen Sinn für uns. Ich sag ja, wir hätten ihn killen können, wenn Gyarados mal 2-mal Kopf geworfen hätte. Aber nein, Gyarados ging's drum. So, Gyarados. Jetzt hast du das Problem. Jetzt musst du abliefern. Weil das Schlickdri kann es de facto nicht mehr schaffen. Aber Gyarados kann es noch schaffen. Das ist das Lustige daran. Gyarados hat noch die Möglichkeit. Los, Gyarados. Immerhin. Also man muss sagen, Gyarados hat mehr geleistet als die anderen. Ehre, wem Ehre gebührt. Dieses Gyarados hat immerhin was gemacht. Da bleiben noch 50 Punkte, das ist ein bisschen wenig. Bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Weil wir brauchen noch 70. Dementsprechend spielen wir noch eine Runde und dann machen wir die Finalsachen auf. Und wenn wir heute überziehen, dann ist es so. Da. Das ist doch mal ein Wort. Muss auch eigentlich noch Shorts für Wolf bei DM schneiden.
Ach, was ich noch alles zu tun habe, ne? Zum Kotzen. Wolfpack Music hat auch seit langem jetzt den Upload mehr gesehen. Ach, was es nicht alles zu tun gibt. Holen wir uns erstmal ein bisschen was an Basis-Pokémon noch. Und ein bisschen was an Basis-Pokémon. Weil wir es können. Ich habe noch keinen mit einem Zubat vorne gesehen. Das ist zumindest mal was Neues. Björn, durchsuch deine Karte eine Unterstützungskarte, okay? Oder Unterstützerkarte, so rum ist es. Dich dahin. Dich dahin. Will ich Energie anlegen? Das ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Will ich das? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Weil die Energie möchte ich ungern auf Gyarados verschwenden. Kann der eine Enigmara ziehen, bitte? Danke. Du bist so gut zu mir, Gegner. Die Gegner sind heute so lieb zu mir. Das liegt bestimmt daran, dass ich so viel Stress habe und das wissen die. Und die sagen sich dann, ach, der Wolf, der ist so gestresst. Der muss so viel machen. Der kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Dem helfe ich jetzt. Und das finde ich nett von denen. Geht ja auch auf die Weihnachtszeit zu. Wenn ihr Zeug auf Amazon bestellt, es gibt einen Link in der Beschreibung, da kriege ich ein paar Prozente ab. So, ich glaube 1%. Wenn ihr mir mehr geben wollt, schreibt mich auf Discord an, dann kriegt ihr einen persönlichen Link zu dem Artikel, den ihr dann in den Warenkorb packt. Dann kriege ich mehr davon. Okay, der Kerl geht ganz schön auf Gift. Das finde ich eigentlich erstmal nicht schlimm. Und übrigens kriege ich da bei den Amazon-Sachen nicht viel. Aber ich kriege immerhin etwas. Also es ist schon trotzdem cool, wenn ihr das macht. Weil etwas ist mehr als nichts. Sprechende Logik. Okay, dahin. Du dahin, du an das, du an das. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal einen tiefsten Tunnel. Immerhin drei. Drei Karten, die unser Gegner eventuell noch gebraucht hätte. Golbert kann eh diese Runde nicht angreifen, also ist es uns egal. Ja, komm, hau raus, Gegner, hau raus!
Ja, der tauscht aus. Soll's raushauen, nicht raustauschen. Jetzt vergiftet er uns wahrscheinlich tot. Aber gibt uns die Möglichkeit, gleich nochmal den TC-Tunnel zu zünden. Oder Garados. Vielleicht will ich Garados. Garados ist immerhin, dem macht's nichts aus, wenn es besiegt wird und es hat ein bisschen mehr Leben. Ja, ich glaube, ich nehme Garados erst. Und damit er nicht zurückwechselt, nehme ich ihm seine Energie weg. So, Chaos anrichten. So, und jetzt mindestens einmal Kopf. Du Kackvieh. Dieses Garados enttäuscht mich auf ganzer Linie. War selten so enttäuscht in einem Pokémon. Hätte jetzt ruhig fünfmal werfen können, dass 10 Karten wegkommen. Oder von mir aus, weiß ich nicht, 18 Mal. 15 Mal wird reichen. Aber es macht trotzdem 18 Mal, weil es es kann. Unser Gegner versucht uns schon zu helfen. Aber nicht mal der kann das so schnell. So sehr er es auch versucht. Das killt uns fast, aber nicht ganz. Was es aber nicht besser macht, weil wir danach einen Stick opfern müssen. Was mir wieder nicht passt. Also opfer ich einen Bidiza. Das tut mir irgendwie in der Seele ein bisschen weniger weh. Das ist kein Problem. Der macht das jetzt. Garados macht das jetzt einfach. Ja! Immerhin. 4 Karten weg. Das ist schon gut, Garados. Du kannst immerhin guten Gewissens sterben. Du hast etwas erreicht. Jetzt nicht ganz so viel, aber etwas. Warum hat er überhaupt Energie dafür gekriegt? Eine Preiskarte. Weil es nicht durch Schaden einer Attacke kampfunfähig geworden ist. So ein Kack. Wir werden verarscht, und zwar wirklich von allen Seiten. Irgendwie hat mir das Deck früher mal besser gefallen. Außerdem hat er jetzt hat er uns. Das kriege ich nicht hin, weil ich habe, glaube ich, keinen Tausch in dem Deck. Ich kann mal gucken, aber ich glaube, nein. Nee. Dann war's das. Fürchte ich für uns.
kann ihm den Giftsumpf wegnehmen. Aber das wird uns, fürchte ich, nicht retten. Das war's dann mal wieder. Ärgerlich, aber was soll's. Ist halt heute ein extra langer Part. Ja, das war's für uns leider. Das ist verloren. Aber hat er auch gut gemacht. Muss man ihm ja lassen. So ehrlich muss man sein, hat er gut gemacht. Aber die Frage ist, wie viel kriegen wir jetzt? 50 wieder. Das reicht wahrscheinlich gerade so nicht. Uns fehlen 20. Wisst ihr was? Dann machen wir es so. Ich gebe dann ganz kurz auf, direkt nach Kampfbeginn. Guter Name, Kumpel. Guter Name. Beziehungsweise spiel nur ein Pokémon und lass das verprügeln. Dann sollten wir nämlich so um die 15 kriegen. Außer er lässt jetzt die Zeit ablaufen. Dann gewinnen wir direkt. Komm. Das bisschen an Geld will ich jetzt noch sparen. Ja, wir spielen jetzt einfach nur Carpador. Ich werde auch die anderen nicht rausziehen. Er verprügelt. Wir kriegen irgendwie 10. Und dann machen wir das nochmal. Und dann... Dann sind wir Level up. Ich kaufe die restlichen Booster. Wir lesen die alle noch vor. Und dann ist der Part heute vorbei. Aber zumindest Energie lege ich an. Vielleicht kriege ich ja doch noch einen Gyarados raus. Auch wenn ich es nicht glaube. Das Schlimme ist, wahrscheinlich kriege ich sogar wirklich noch einen Gyarados raus. Weil er uns nicht killen kann in der ersten Runde. Nee, komm. Gib auf. Mal gucken, wie viel wir fürs Aufgeben kriegen. 10. Dann machen wir das nochmal. Und dann haben wir den Kampfpass immerhin fertig, weil der Part ist eigentlich zu lang. Deswegen normalerweise würde ich jetzt schon beenden. Aber weil ich das nicht möchte, mache ich das auch nicht. Deswegen, da schenke ich den Leuten hier lieber nochmal ein paar Siege, damit die kriegen. Und ja, vielleicht fehlt denen ja auch noch was für den Pass. Und dann...
Warum geht bei mir im Hintergrund Zeug los? Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Weil das habe ich rausgeschnitten. So. Lass den mich jetzt einfach verprügeln. Das hat jemand bei meiner Gruppe suche. Ja, ich habe ja noch andere Kurse neben meiner Thesis dieses Semester. Und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der gesagt hat, jo, Arbeitsgruppe, wenn du Bock hast, kommst rein, arbeiten wir zusammen. So. Bin ich auch sehr froh, weil ich habe keinen Bock, allein zu arbeiten. So. Jetzt kaufe ich uns das Ding einfach fertig. Ist mir egal, dann zahle ich halt die 800. Das haben wir dicker auf Tasche. Ich weiß auch gar nicht, die haben die Missionen runtergeschraubt. Die geben jetzt deutlich weniger. Die haben jetzt nur noch ein halbes Level gegeben gegen Ende. Statt ein ganz. Also statt so 800 Punkte gab es noch 500. Dafür gab es mehr Credits, um sich was zu kaufen. Da. WhatsApp mit Wattladung. Ich suche deine Deckung bis zu 2 Basis Blattenergiekarten, 2 und 2 Basis Elektroenergiekarten und lege sie beliebig an deine Pokémon an, mische anschließend dein Deck. Dann ein Voltuler X mit geladenes Netz. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon X oder Pokémon V ist, fügt dieser Attacke 110 Schadenspunkte mehr zu. Und Fulgurit, lege alle Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Dein Gegner kann während seines nächsten Zuges keine Itemkarten aus seiner Hand spielen. Dann haben wir ein Terrapagos X, das benutzen wir ja auch. Mit vereinter Niederprügler. Wenn du als Zweiter am Zug bist, kannst du diese Attacke während deines ersten Zuges nicht einsetzen. Diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Und Kronenopal, verhindere während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Basis-Pokémon, die kein Normal-Pokémon sind, zugefügt wird. So, und jetzt haben wir 17 Packs. Da arbeiten wir uns jetzt gemeinsam durch. Blummel mit Runterdrücken wechselt das aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank aus. Dann eine Medizinenergie. Solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie Normalenergie. Wenn du diese Karte aus deiner Hand an eins deiner Pokémon anlegst, heilt 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Dann X-Bad, wiederhallender Warn. Wähle eine Itemkarte oder eine Unterstützungskarte. Während des nächsten Zuges deines Gegners kann er keine der gewählten Karten aus seiner Hand spielen. Also eine Itemkarte. Ja, okay, ist aber ein Oder. Achso, wähle Itemkarten oder Unterstützungskarten. Und diesen Typ kann er dann nicht mehr spielen. Verstehe. Und schneidender Wind. Knacksel mit Powerschuss, lege eine Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Eisenbündel mit Hypergebläse. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, kannst du das aktive Pokémon deines Gegners gegen ein Pokémon auf seiner Bank auswechseln. Der Gegner wählt das neue aktive Pokémon. Wenn du das machst, lege dieses Pokémon und alle angelegten Karten auf deinen Ablagestapel. Und Tiefpilzströmung, wenn das verteidigende Pokémon ein Entwicklungs-Pokémon ist, kann es während seines nächsten Zuges deines Gegners nicht angreifen. Dann ein Famibs X, das löst sich allerdings schon auf. Dann ein Owei mit Hypnose, das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt und Rolltackle. Alpollo mit dunkler Schlummer, das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. Elfun mit Feenbrise. Ein Papunga in Shiny. Ausweichgleiter. Wenn diesem Pokémon durch Attacken Schaden zugefügt wird, werf eine Münze, verhindere bei Kopf jenen Schaden. Und flauschige Brise, diese Attacke fügt auch einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Palim Palim mit Schlafeinflößer, wechsel ein Pokémon
Bei der Bank deines Gegners in die aktive Position. Das neue aktive Pokémon schläft jetzt und Psychoschuss kann Palim Palim auch noch. Du Hafni-Ex mit Tarnflug. Verhindere während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Basis-Pokémon zugefügt wird. Und dominantes Echo. Dein Gegner kann während seines nächsten Zuges keine Spezialenergiekarten oder Stadien aus seiner Hand spielen. Dann haben wir einen Huthut mit lautlose Flügel. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten. Dann haben wir einen Medite mit Hieb und Tritt. Inferno-Pot mit Versengung, das aktive Pokémon deines Gegners jetzt verbrannt. Und schwelender Atem, wenn das aktive Pokémon deines Gegners nicht verbrannt ist, hat dieser Attacke keine Auswirkung. Makago mit Lavazone, jedes Mal, wenn das aktive Pokémon deines Gegners während seines Zuges auf die Bank wechselt, ist sein neues aktives Pokémon jetzt verbrannt. Und Hitzestoß, ganz auch noch, also das Makago, nicht das Brennende. Eisenhand mit Voltwelle, wirf eine Münze, bei Kopf ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Und super legierte Hände, wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon X ist oder Pokémon V, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Und Donnersichel, das löst sich auf, das haben wir ja auch schon zur Genüge gespielt. Dann haben wir ein Grolldra, das löst sich auf, ein Panzer Aeron mit schneidender Wind und großer Sturm, bei letzterem lege eine Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel. Stolos löst sich auf, Vermächtnisenergie löst sich auf. Handventilator, wenn ein Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist und durch Attacken von einem Pokémon deines Gegners Schaden erhält, auch wenn es dadurch kampfunfähig wird, verschiebe eine Energie vom angreifenden Pokémon auf einen Pokémon auf der Bank deines Gegners. Und ein Arcani Hisui, also ein Hisui Arcani, löst sich schon auf. Jetzt wird es interessant. Ein Phineon mit Wassersprüher. Ein Hefel mit angenehmes Aroma. Durchsuche deinen Gegner einem Basis-Pokémon, lege es auf deine Bank, mische und ziehe es in dein Deck und zertrampeln. Ein Combo, lege zwei Karten aus deiner Hand in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Wenn du auf diese Weise zwei Karten unter dein Deck gelegt hast, ziehe vier Karten. Wenn du nicht zwei Karten aus deiner Hand unter dein Deck legen kannst, kannst du diese Karte nicht einsetzen. Irashi mit wachsender Wunsch, lege eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank an und gib. Bisaflor mit ruhige Blume, einmal, also Bisaflor X sogar. Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist, kannst du 60 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon heilen. Und gefährliche Ranke, das aktive Pokémon deines Gegners, ist jetzt verwirrt und vergiftet. Ein Saltigant-Ex mit salziger Körper. Dieses Pokémon kann von keinen speziellen Zuständen getroffen werden. Und Blockhammer, während des nächsten Zuges werden diesem Pokémon durch Attacken 60 Schadenspunkte weniger zugefügt. Dann eine Full Art Tara, das finde ich cool. Mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend vier Karten. Wenn dein Gegner drei oder weniger verbleibende Preiskarten hat, ziehe stattdessen acht Karten. Dann ein Hydrapfel-Ex, auch Full Art, sehr schön. Mit reifender Aufladung, einmal während deines Zuges kannst du ein Basisblatt-Pokémon, eine Basisblatt-Energie, Entschuldigung, aus deiner Hand an eins deiner Pokémon anlegen. Wenn du auf diese Weise Energie an ein Pokémon angelegt hast, heilt 30 Schadenspunkte bei jedem Pokémon. Und Sirupsturm, dieser Attacke fügt für jedes an deine Pokémon angelegte Blattenergie 30 Schadenspunkte mehr zu. Und noch ein Hydrapfel-Ex, aber mit einem anderen Artwork. Sehr schön. Weiter geht die wilde Fahrt, ein Meryl mit Walzer, ein Rizeros mit zerstörerisches Horn, wirf eine Münze, lege bei Kopf eine Energie vom aktiven Pokémon eines Gegners auf seinen Ablagestapel. Ein Pandrago mit Ziehen, wechsel ein Pokémon von der Bank deines Gegners in die aktive Position ein und Rappel, dieses Pokémon ist jetzt verwirrt. Ein Mopex mit Schweifhieb und Tempoangriff, ein Makabaya mit unheilvolle Augen, lege drei Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners und ein Quajutsu mit Wandelschuriken, wirf eine Münze, bei Kopf fügt diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. 11 Booster haben wir noch, ein Pelzebub mit sanfter Hieb und Fänge der Dunkelheit, ein Kugelei mit Blumenschauer, jeder Spieler zieht drei Karten und Knuddler wirft eine Münze, bei Kopf fügt dieser Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. Potomi mit luftiges Geschenk, lege dieses Pokémon in alle angelegten Karten in dein Deck. Wenn du das machst, durchsuche dein Deck nach bis zu drei Karten, nimm sie auf die Hand, mische anschließend dein Deck und Blattwerk. Reshiram mit Hitzestoß, Willi mit selektiver Schleim, einmal wenn du ins Zug ist, kannst du eine Münze werfen, wähle bei Kopf Verbrennung, Vergiftung oder Verwirrung. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt von jenem speziellen Zustand betroffen. Und Miasma, dieser Attacke fügt für jeden speziellen Zustand, von dem das aktive Pokémon deines Gegners betroffen ist, 100 Schadenspunkte zu. Und Melmetal mit Niederschleudern, 50 Schadenspunkte und ungeschmiedete Axt. Bevor du Schaden zufügst, lege alle Pokémon-Ausrüstungen von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel
Wenn du keine Ausrüstung, keine auf deinen Ablagestapel legen kannst, hat der Angriff keine Auswirkung. 10 Booster noch. Meditalis mit Doppelstoß, 2 Münzen werfen pro Kopf, 40 Schadenspunkte. Linfu löst sich auf. Agilusa löst sich auf. Okusan, buntes Konfekt. Ich suche dein Deck nach bis zu 5 Pokémon, die denselben Typen haben wie eine beliebige an dieses Pokémon angelegte Basisenergie. Zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf die Hand, beschreibe sie dein Deck und die andere Attacke habe ich jetzt übersprungen, sorry. Amphizell mit Wellenplatscher und Furienblitz mit Gewittersturm. Diese Attacke fügt ein Pokémon deines Gegners für jede an dieses Pokémon angelegte Energie 30 Schadenspunkte zu. Und Drachenkopfnuss. Ja. Ich glaube, jetzt wird es aber ein bisschen besser. Fortini mit Doppeldreher wirft 2 Münzen pro Kopf 10 Schaden. Extremo mit Drehtritt. Kombo hatten wir schon. Natox mit Rammer. Erdanziehungsstein, solange das Pokémon als diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist, erhöhen sich die Rückzugskosten beider aktiver Pokémon um 1. Und Voltula X mit geladenes Netz, wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon X oder wie ist, fügt diese Attacke 110 Schadenspunkte mehr zu. Und Fulgurit, lege alle Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Dein Gegner kann während des nächsten Zuges keine Itemkarten aus seiner Hand spielen. Riolu mit Foxy, Plateau mit Pixar, Drift Zeppli mit alle explodieren. Jetzt! Diese Attacke fügt für jedes Driftlon oder Drift Zeppli im Spiel 50 Schadenspunkte zu. Hier ist deiner, sorry. Diese Attacke fügt auch jedem deiner Driftlon und Drift Zeppli 30 Schadenspunkte zu. Wirbelrotom mit Ruf des Ventilators. Einmal während deines Zuges kannst du den Deck nach bis zu 3 Normal-Pokémon mit 100 oder weniger KP durchsuchen. Sie deinem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck. Du kannst diese Fähigkeit Ruf des Ventilators nur einmal während deines Zuges einsetzen. Und Angriffsladung. Wenn du keine Stadionkarte im Spiel hast, hat dieser Attack keine Auswirkung. Glastrompete. Du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn du mindestens ein Terrakristall-Pokémon im Spiel hast. Wähle bis zu 2 Normal-Pokémon auf der Bank und lege eine Energiekarte aus dem Ablagestapel an jedes von ihnen an. Und Briduradon mit Metallbrücke alle an deine, ich habe dazu gelernt, Metall-Pokémon, das heißt gar nicht Stahl-Pokémon, also alle an deine Pokémon angelegte Metallenergie. Alle deine Pokémon, an die Metallenergie angelegt ist, so rum, haben keine Rückzugskosten und Eisenblaster während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Und wenn Meltan mit dem Wimm-Transport durchsucht, dann deck nach einer Pokémon-Ausrüstung, zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf die Hand, schneide sie in das Deck und Rabbe. Riolu hatten wir. Knattox mit Furioses Flitzen, das ist tatsächlich ein. Nee, Knattertox, so rum. Dominion mit Rückkehr, du kannst so lange Karten ziehen, bis du 6 Karten auf der Hand hast und Rasierflosse. Bullart Ledian. Hübsch. Funkelndes Sternenmuster. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du ein Pokémon von der Bank deines Gegners in die aktive Position. Warte mal. Es ist immer so schwer zu lesen, wenn es so schillert, weil das bei mir auf dem Bildschirm so klein ist. Kannst du ein Pokémon deines Gegners von der Bank deines. Ein Pokémon von der Bank deines Gegners, das 90 oder weniger verbleibende KP hat, in die aktive Position wechseln und Sternenschauer, der Schaden wird durch Pech und Resistenz nicht verändert. So, und Melmetal hatten wir schon. 6 Booster noch. Medite löst sich auf. Ferkuli kann einen Rückwärtskick. Brianna, du kannst die Karte nur einsetzen, wenn dein Gegner genau 2 verbleibende Preiskarten hat. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners während dieses Zuges Schaden einer von deinen Terra-Kristall-Pokémon eingesetzten Attacken kampfunfähig wird, nimm eine Preiskarte mehr. So. WhatsApp löst sich auf. Leopatra kann Psychoblitz. Und zum Schluss gibt es einen Furienblitz, das löst sich auch auf. Dann haben wir einen Ledibar mit abrupter Kopfstoß. Ein Meditalis hatten wir schon. Ein Fiaro mit Aerojagd. Wenn die Rückzugskosten des aktiven Pokémon eines Gegners 2 oder mehr betragen, fügt dieser Attacke 110 Schadenspunkte mehr zu. Dann, das hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Ich sage, jetzt geht's schneller. Adebomb mit waghalsiger Sturmangriff fügt sich auch selber 20 Schadenspunkte zu. Ututs, Trippelstich, 3 Münzen werfen, pro Kopf 10 Schaden. Evoltech mit Elektroschuss und Blitzentladung. Während des nächsten Zuges können deine Pokémon im Spiel nicht angreifen. Das ist auch doof. Eine Viapa-Beere, wenn das Pokémon, das die Karte angelegt ist, durch eine Attacke von Psi-Pokémon deines Gegners Schaden erhält, werden ihm 60 Schadenspunkte weniger zugefügt. Danach muss man aber die Piappa-Beere auf den Ablagestapel legen. Eine Quarko-Beere, das gleiche bloß mit Feuer-Pokémon. Und ein Noctu, das löst sich schon auf.
Tamo mit gezielter Funke. Diese Attacke fügt einem Pokémon eines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Dragosso mit waghalsiger Sturmangriff. Dieses Pokémon fügt sich auch selbst 10 Schadenspunkte zu. Tentera löst sich auf. Charmian mit Haken. Linfu mit Abschlag. Lege eine zufällige Karte aus der Hand eines Gegners am Ablagestapel. Hatten wir zwar, glaube ich, schon, aber egal. Und Ledian hatten wir auch schon. So, letzte zwei Booster. Noch ein Linfu. Pianzi mit Streureflexion hatten wir heute auch schon. Lanturn mit desorientierender Blitz. Lege das aktive Pokémon deines Gegners. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt. Lege in diesem speziellen Zustand 8 Schadensmarken anstelle von 3 auf jenes Pokémon. Und donnernder Einschlag während des nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Dann ein Bärmon mit Klatscher und Klauenschlitzer. Ein Azumarill mit Blubstrahl. Wirf eine Münze bei Kopf, das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Und ein Zeraora mit Gefechtsdonner. Diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Und zum Schluss Ladybug mit abrupter Kopfstoß. Bärmon hatten wir. Amphizell mit Wellenklatscher. Makabaya mit unheilvoller Augen. Legt 3 Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners. Lampi mit Doppelspannung. Wirft zu Münzen pro Kopf 20 Schadenspunkte. Sorry. Und das letzte hatten wir schon. Das war einiges. War das auch viel zu lang geworden. Ich hoffe, ihr lasst mir trotzdem ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Und wenn euch das Deck hier interessiert, da ist es. Ich hasse dich, Gyarados. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.